Herzlich willkommen zu unserer fünften Passionsandacht aus der Südregion des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. Mein Name ist Christina Leikum und ich begrüße euch heute aus Aukrug. 7 Wochen ohne Blockaden. Das eröffnet Spielräume. So lautet auch das Thema der diesjährigen Andachtsreihe. Und wir kennen doch das Gefühl, wenn wir uns manchmal völlig blockiert fühlen, eingeengt und dann schon fast trotzig in unserem Denken vor Situationen stehen, in denen wir keinen Frieden finden und aus denen wir, wie wir befürchten, nur als Verlierer herausgehen können. Sei es in der Schule, bei einer Klassenarbeit, für die wir doch so viel gelernt haben, oder am Arbeitsplatz, wenn man das Gefühl hat, andere Kollegen werden immer besser sein. Oder aber in einer Beziehung, die vielleicht ganz schön ist, aber einen trotzdem nicht richtig frei macht. Wir kennen das Gefühl von Gewinnen und Verlieren, von Sieg und Niederlage im Miteinander und mit uns selbst. Und gerade wenn wir uns dabei nicht so gut fühlen, können sie entstehen. Blockaden. Du kennst deine besser als andere. Dem möchte ich heute ein Geht doch gegenüberstellen und euch mitnehmen ins alte biblische Land, wo es neben saftigen Wiesen auch karge und steinige Gegenden gibt. Wir begegnen Abraham und seinem Neffen Lot, die sich gegenseitig blockieren und trotzdem eine Lösung finden. Geht doch, damals und heute. Gott ist immer bei mir, bei ihm fehlt mir nichts. Er versorgt mich mit Essen und Trinken. Er ermuntert mich. Er zeigt mir den richtigen Weg, den er für mich vorgesehen hat. Auch wenn ich traurig oder alleine bin, habe ich Hoffnung. Denn du bist bei mir, deine Anwesenheit tröstet mich. Wenn ich in größter Not bin, bereitest du mir unerwartetes Glück. Du segnest mich und gibst mir von allem viel. Du wirst mich mein Leben lang mit Gutem begleiten und ich werde dir immer treu bleiben. So zog Abraham herauf aus Ägypten, mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, oben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte.
und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Abraham spürt, dass hier ein Krieg im Entstehen ist. Ein Nervenkrieg zweier Männer, die mit großen Hoffnungen hier angefangen haben und nun doch spüren, dass es miteinander nicht mehr geht. Abraham hat lange überlegt, wie es weitergehen kann. Letztlich sieht er nur einen Weg. Wir müssen uns trennen. Das Weidegebiet untereinander aufteilen. Jeder wird dann sehen müssen, wie er damit zurechtkommt. Dieses Manöver des Abraham, das klingt so einfach, aber das war es beileibe nicht. Denn die Frage war, wer bekommt welche Hälfte des Landes? Da gibt es den steinigen, trockenen Westen, über den der Wind heiß hinwegpfeift. Und dann ist da der Hang zum Jordantal hinab. Über mehrere Kilometer zieht er sich hin, mit vielen saftigen und grünen Flächen, die sogar einen erfolgreichen Ackerbau versprachen. Nun, wer bekommt nun welchen Abschnitt? Und Abraham bleiben nur zwei Optionen. Entweder so weitermachen wie bisher oder, um des Friedens willen, bereit sein, das unattraktive Land im Westen zu nehmen. Abraham überlegt und ringt sich dann zu einer Entscheidung durch. Er ist bereit, eine Trennung zu vollziehen und auch zu verlieren, um den Frieden wiederherzustellen. Womit Abraham in dieser alten Geschichte kämpft, das durchleben auch heute viele Menschen. Die Frage, bin ich bereit, um des Friedens willen nachzugeben, aus einer schwierigen Auseinandersetzung auch mit mir selbst als Verlierer hinauszugehen? Bei Abraham wirkt das so souverän. Er bietet Lot an, auszuwählen, welches Stück Land er möchte. Und der entscheidet sich natürlich für das offensichtlich attraktivere. Und die Sache scheint ausgestanden. Der Klügere gibt nach, macht Platz, sagt das Sprichwort. Und davon erzählt diese biblische Geschichte. Abraham hat erkannt, dass es Wichtigeres und Wertvolleres gibt als das Gewinnen. Er sieht, der Frieden im Haus und auf dem Hof sind ein unschätzbares Gut und Geschenk. Abraham und Lot. Der eine ist bereit, um des Friedens willen nachzugeben. Der andere sucht sich das Filetstück aus. Wer Sieger oder Verlierer ist, das erkennt man manchmal aber erst auf den zweiten Blick. Auch bei Abraham und Lot. Denn die Gegend, in die Lot zieht, offenbart in den folgenden Jahren ihre Gefahren. Einmal
wird Lot von einem fremden, durchziehenden Soldaten her verschleppt. Nur durch eine wagemutige Aktion Abrahams wird er gerettet und kommt mit dem Leben davon. Später wird sein Land ein Raub der Flammen, als die Städte Sodom und Gomorra durch einen Feuerregen zerstört werden. Seine Frau bleibt bei der Flucht als Salzsäule auf der Strecke. Und schließlich sitzt Lot wieder bei Abraham auf der Hochebene im Westen, ohne Hab und Gut. Unsere Bibel erzählt diese Geschichte ohne einen Hauch von Schadenfreude. Ganz nüchtern. Und auch Abraham kennt dieses Gefühl hier nicht. Damals, als sie sich getrennt hatten, hat Abraham gewusst, was er wollte. Frieden. Und er kannte den Preis dafür. Die Bereitschaft, das trockene Land im Westen zu wählen. Und darum gab es auch keine offene Rechnung mit Lot. Kein Rachegefühl und auch keine Schadenfreude. Gottes Welt scheint oft genug anders zu funktionieren, als wir es vermuten. Da, wo wir auf den ersten Blick denken, hier verliere ich etwas, hier muss ich etwas aufgeben, hier bin ich der Loser und kann nur als Verlierer vom Platz gehen, da lehren mich Abraham und später auch Jesus, nein, du bist nicht der Verlierer und du hast auch nichts verloren. Du hast vielleicht etwas aufgegeben, aber du erhältst etwas Neues, etwas anderes. Manchmal etwas, wovon du jetzt vielleicht noch gar nichts ahnst. Lass dich überraschen. Aber wenn du nicht den Mut hast, etwas aufzugeben, wirst du es auch nie erfahren, was du gewinnen würdest. Amen. Der Segen Gottes, das ist die Liebe, die uns miteinander verbindet. Die Freude, die wir auf dieser Erde untereinander und aneinander haben. Der Segen Gottes, das ist die Fantasie und die Lust, die uns beflügelt und bereichert. Der Friede, der uns zufrieden und glücklich miteinander leben lässt. Der Segen Gottes, das ist die Sorge, die uns sorgsam macht und wach hält. Die Kraft, die uns das Leid,
das wir bekämpfen, auch notfalls geduldig ertragen lässt. Der Segen Gottes, das ist die Gemeinschaft unter uns und mit Gott, die uns trägt. Der Segen Gottes, das ist die Zuversicht und der Glaube an uns selbst. Und die Hoffnung auf Gott, der immer bei uns ist. Dieser Segen Gottes, des Vaters, der uns erschaffen hat, des Sohnes, der uns erlöst hat, und des Heiligen Geistes, der alles durchwirkt und belebt. Dieser Segen Gottes komme auf uns und er bleibe bei uns. Amen. Nächste Woche geht es für uns in Todenbüttel weiter. Dann wird uns Pastor Rothe einen Richtungswechsel aufzeigen. Seid gespannt. Und bleibt bis dahin gesund und behütet, begleitet von Gottes Segen.